Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video bauen wir was richtig Praktisches, was auch bestimmt für die kleinste Werkstatt ganz gut sein wird. Hier seht ihr so ein bisschen Plattenmaterial und das ist so ein Ecken, der ist immer unaufgeräumt. Was noch dazu kommt, ist, dass vorne von der Hobelmaschine immer viele Hobelspäne nach vorne rausfliegen. Und hier stelle ich ganz gern so ein paar Plattenmaterialien hin und kann deswegen, weil hier immer so ein paar Sachen rumstehen, nicht so gut aufräumen. Aus dem Grund habe ich mir überlegt, baue ich so ein Mini-Plattenlager, wo auch nicht so viel reinpasst. Das ist nicht so das Ziel. Es ist eher so das Ziel, dass ein paar Platten reinpassen, denn so ein bisschen Zeug hat man immer in der Werkstatt oder so ein paar ausgewählte Sachen können da dann rein. Und Ziel ist es halt auch einfach, dass wenn ich dann ein bisschen Zeug drin habe und will dort kehren, dass ich das einfach wegrollen kann und muss dann nicht dann 5 Platten wegholen. Also es ist nicht das Ziel, ein Plattenlager für sau viel Material zu machen. Das Ziel ist es, ein Plattenlager zu bauen, wo ein bisschen Zeug reinkommt, was ich eh dann wahrscheinlich die nächsten paar Wochen verarbeiten werde. Und ich will hier vorne ein bisschen mehr Sauberkeit reinbringen können. Aus dem Grund zeige ich dir heute, wie ich ein kleines Plattenlager baue. Ich bin nicht so der Fan von einem riesen Materiallager in der Werkstatt. In meinem Fall habe ich das Glück, dass ich nebendran ein kleines Räumchen habe, da habe ich so ein bisschen Zeug rumstehen. Der riesen Nachteil dabei ist immer, dass man vergisst, was man hat. Es ist wirklich so, man kann es hinstellen, man hat dort 3 Platten und irgendwann geraten sie so ein bisschen in Vergessenheit. Aber ich will auch kein großes Holzlager hier drin bauen, weil ich dann lieber da noch eine Maschine hinstelle und dort dann arbeite. Ich habe hier nämlich mal vor mehreren Jahren, das ist echt schon saulang her, so ein Teil gebaut. Das verlinke ich dir mal oben rechts im Eck. Das kannst du anschauen, wie gesagt, das ist mega alt. Und das ist vielleicht eine Alternative für euch, wenn ihr ein großes Plattenlager habt. Wenn ihr eine große Werkstatt habt. Glück habe ich noch eine im Schuppen gehabt. Also ich kann diese Ablenkvorrichtung echt jedem empfehlen. Ich habe jetzt hier wieder meine super mega teure Handkreissäge. Und damit kann ich einfach jetzt ganz entspannt diese USB-Platten ablenken. Und das macht das Leben einfach viel einfacher. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Platten zu Hause ablenkt. Ich habe ja mal 3 Platten zugeschnitten und die will ich als erstes schleifen und als mal grob so zusammenschrauben. Ich schleife die Platte mal ganz gerne, weil mir diese reine, also die USB-Platten-Optik so, wie sie aus dem Laden ist, nicht so gefällt. Während das alles ein bisschen heller geschliffen ist, gefällt das mir schon deutlich besser. Und da hat hier dieser schöne Schleifklotz, den ich im vergangenen Video gebaut habe, schon die erste Anwendung gefunden. Falls du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Da kommen ganz viele von solchen Projekten rund um das Thema Holz. Wenn du hier zum Beispiel diesen Schleifklotz nachbauen möchtest, schaust du am besten mal auf meinem Kanal vorbei und abonnierst. Ich wollte eigentlich hier dieses ganze Ding ein bisschen komplexer machen, aber jetzt so, wo ich hier die ganzen Teile vor mir liegen habe, werde ich es doch simpler gestalten und werde keine Unterfächer einbauen. Aber das seht ihr gleich, wenn es auch schon fertig ist. Jetzt machen wir erstmal die Rückwand dran. Ich benutze auch mittlerweile bei solchen Projekten nicht mal mehr Holzleim, weil ich nicht finde, dass es so viel bringt, dass man sich das noch, dass man das noch runterpatschen muss. Ups. Als nächstes will ich hier die Schrägen an die Seitenteile dran schneiden und da zeige ich dir, wie ich das Ganze mache. Ich habe mir erstmal markiert, wo die Schrägen enden sollen und als nächstes können wir es auch schon ganz entspannt eigentlich schon zuschneiden. Ich habe hier meinen Besäumschlitten und den benutze ich für genau solche Schnitte sehr, sehr gerne, weil das sehr schnell und einfach funktioniert. Wo sind jetzt die Striche? Da ist einer. Und da ist einer.
muss das jetzt einfach erstmal hier auf die Kante vom Brett auflegen. Und dann nehme ich mir hier immer ganz gerne ein Gewicht, damit die Teile nicht rumkippen. Die Teile habe ich gerade eben auch noch einmal geschliffen und jetzt kann ich sie einbauen. Super Trooper. Ich habe extra Rollen für dieses Teil gekauft, damit man das Ding auch entspannt durch die Werkstatt rollen kann. Und eben wenn man dann mal aufräumen will, kann man es einfach aus der Ecke rausholen. Und ja, auf Rollen ist immer gut. Das sieht so schnuckig aus, dieses Teil. Was ich mit diesem Teil aber auch auf jeden Fall erreichen wollte, ist, dass ich hier diesen Besäumanschlag endlich mal verstauen kann. Oh, das ist so gut. Das ist so praktisch. Das ist so praktisch. Oh Mann. Nehmen wir an, ich will jetzt hier einfach mal kurz sauber machen. Ich kann jetzt hier mein komplettes Holzlager einfach weg und schieben. Und kann hier ganz entspannt kehren. Fertig sauber gemacht, können wir das Teil hier wieder reinschieben. Und dann wird es auch auf jeden Fall nicht rumkippen, weil es im Notfall immer noch gegen die Wand kippt. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ein relativ simples Holzlager. Ich hatte eigentlich so als Plan gehabt, dass ich hier noch ein paar verschiedene Fächer reinbringe. Aber ich brauche es halt echt doch nicht, so in dem Fall. Aber ich habe euch ja noch das ganz andere Video oben rechts verlinkt am Anfang vom Video. Und das ist ein größeres Holzlager, für meine Werkstatt zu groß. Aber hier geht es echt nur darum, dass ich hier so ein paar größere Plattenstoffe reinstellen kann. Und wenn ich da mal sauber machen will, kann ich alles direkt wegrollen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst, ob du sowas auch nachbauen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbauen und beim nächsten Video.